Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist der 29.12.2020. Heute war Daniel da. Ich konnte lange ausschlafen. Morgen muss ich wieder aufstehen, duschen. Mit Daniel war es voll schön. Wir waren spazieren und haben getratscht. Ich habe Kaffee getrunken und wir haben uns gut verstanden. Es war das letzte Mal bis Februar, dass er da war. Im Februar fängt er fix an. Er wird dieses Monat sicher abgehen, weil ich mich schon richtig an ihn gewöhnt habe. Und wir haben interessante Gesprächsthemen gehabt und er mag Horrorfilme, so wie ich. Ich habe Horrorfilme gern gemacht, bis ich depressiv wurde und er ist grundsätzlich eine sehr interessante Persönlichkeit und ich freue mich, wenn er bei mir anfängt zu arbeiten und ja, morgen kommt Sonja, morgen und übermorgen. Morgen nimmt sie jemanden mit, der mal schnuppern möchte in dem Beruf. Und ich bin schon gespannt, wie das wird und ob wir uns verstehen und so. Ich habe Sonja die letzte Woche extrem vermisst und freue mich schon sehr auf sie. Und bin gespannt, wen sie mir mitbringt. Ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin zum Schnuppern, weil bei mir halt nicht viel passiert. Aber jemand anders hat sie nicht. Und deswegen habe ich gesagt, ja, sie kann mitkommen. Weil ihr Klient war davon nicht so überzeugt und deswegen kommt sie zu mir mit. Ich bin heute schon müde, ich möchte noch einen kurzen Livestream machen auf Twitch. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich bin da ja neu und möchte Abonnenten sammeln. Wenn ihr Interesse an einem Abo habt, mein Name für Twitch steht in der Infobox. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich weiß nicht, was für ein Content ich euch liefern kann, aber sicher so einen ähnlichen wie hier. Und es geht auch nur die Kamera von meinem Laptop auf Switch und nicht die von meinem großen Computer. Leider. Das finde ich etwas schade, aber was soll ich machen? Ich kaufe mir jetzt deswegen keine neue Kamera. Vor allem ist die von meinem großen Computer relativ gut und war teuer und deswegen sehe ich es nicht ein, dass ich eine neue Kamera kaufen soll. Nur für Twitch. Auch wenn ich dort vielleicht irgendwann mal Geld verdiene oder so.
Wenn ich 100 € zusammen habe, kaufe ich mir eine neue Webcam für meinen großen Computer. Aber das wird noch eine Weile dauern. Wenn ich das überhaupt irgendwann mal erreiche. Aber naja, sag niemals nie. Sonst gibt's nicht viel Neues. 2 Tage noch bis Neujahr. Also so 30. und 31. Morgen und übermorgen. Und dann Raclette essen und ins neue Jahr rutschen. Bin gespannt, ob ich so lange aufbleibe oder ob ich ins Bett gehe. Nach meiner Müdigkeit nach gehe ich hier ins Bett. Mal schauen. Kerstin und Christoph haben sich noch nicht gemeldet. Mal gucken, ob sich da was ergibt. Und sonst wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut, ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.